Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mad Games Tycoon. Ich bin der Lazy IP und wir wollen unsere 50 Bucks. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Noch 10 Bucks? Noch 8 Bucks? Achso, Ugly Joe kommt, geht raus. Knappe 1,3 Millionen Gewinn. Wir haben Entwicklungskosten von 200.000 gehabt. Noch 8 Bucks. Wo kommt her? Nein! Nein! 44 Bucks. Ah, neuer Soundrekord. Hatten wir nicht schon mal einmal Sound gehabt mit 168 oder so? Ach nee. Ich will gar keinen Publisher. Nein. Ich will das selber produzieren. In 2 Wochen. Wir hauen aber eine farbige. Dazu gibt es noch ein Poster, einen Aufkleber und einen Kugelschreiber. 8. Ne, dann noch irgendwas mit ein. Dann gibt es noch Spielkarten. Dort. Wir verkaufen das Ganze für 29. Machen wir 20 Gewinn. Nein, wir machen 19. Nein, 29. Dort. Zack, zack. Gegen eine Bewertung von 81. Chaka. Packungsinhalt. Hoho. Wir sind so gut. 1. Wir brauchen. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir hiervon brauchen, ne? Wie viel Geld haben wir denn? Zu wenig. Ich glaube, wir nehmen mal eben kurz. ...600.000 auf. Und investieren mal eben. Da rein. Dann produzieren wir mal eben hier vom 100.000. Oder? Ja, ich muss mal eben gucken. Meine Spiele. Umsatz? Nee. Charts. Alltime Charts. Gibt es 250.000 verkaufte. Holo 2, 210.000. Ich denke, dass ich da auch hinkomme bei den 200.000 ungefähr. Also produzieren wir erstmal kleine 100.000. Dürfte ja schnell. Nein, ne? 40 haben wir schon. Ja, aber. Wird Kredit aufnehmen. Oh. Oh. Ach ja. Das kostet mich ja 900.000. Ups. So, wir haben 1,2 Millionen jetzt minus. 1,3 Millionen bei dem Spiel. Und das kommt erst in 2 Wochen raus. Was machen wir nun? Ja. Machen wir eine Zweitvermarktung. Von den ersten Teilen. Hier, Holo. Einer Woche alles raus, gibt es nur schwarz-weiß Anleitung, das Ganze für 9. Zack, produzieren, Holo, 2.500 oder 5.000, na es kommt 2.500, ich denke mehr wird nicht. Dort. Zack, fertig, kostet auch nicht viel. Wir sind noch 23.000 in der Miese. Die sind da in Gange. Wunderbar. Wir machen mal eben kurz hier ein Patch. Du hast nicht genug Geld. Ach ja, da war ja was. Da war ja was. Dann komm her. Dann nehmen wir nochmal 50.000 auf. Ja, Patch entwickeln. Die 44 Bucks hier raus. Wunderbar. Ja, Holo 2 ist auch gleich vom Markt. Holo 2. Oh, hier Holo sogar. 17 hoch. Mann, Holo 1. So, wir sind 86.000. Zack, zack.
bezahlen schon mal einen Stock ab. Hm. Gott, wieso macht ihr denn nichts mehr? Also kein Geld. Features gibt's nichts. Warum nicht? Dann macht das Genre hier. Bank. Genre. Und Update. Little Bugs verkauft sich, oh, gar nicht mal so schlecht. Das ist bug-free gewesen, ne? Das angehen? Ja, cool. So, dann gibt es noch ein Update gleich hinterher hier für. Ja, das kostet auch gleich 35.000. Na gut. Jo. Oh. 15.000 Stück verkauft. Und wir machen Gewinn bei 20 Dollar pro Spiel. Gewinn. Aber wir kassieren natürlich die vollen 29 jetzt. Das heißt, mal 30 waren mal eben kurz 450.000, was wir hier kassiert haben. Die erste Woche. Das nenne ich doch mal Checker. Hm? Ja. Gut. Wir sind hier jetzt. Na, voll durcheinander gekommen bin ich jetzt. Rolle 2 habe ich klein gemacht, weil hier haben wir richtig fett Einnahmen. Sollten wir mal ein bisschen was hiervon gleich zurückgeben. Nicht alles, damit wir noch weiter investieren können. Und laufen lassen. So, wir müssen ein bisschen ein Auge drauf haben. Hier, Little Bugs ist. Läuft noch ein bisschen. Hier haben wir innerhalb von 2 Wochen genug 1.500 verkauft. 1.000 haben wir nur noch. Wir machen hier ruhig noch mal 1.000 hinterher. So. Sind immer noch ein Plus mit dem Spiel. Mit den anderen kommen wir auch noch hin. 1,1 Millionen Holo 2 ist in Ordnung. Holo 2 hatten wir ja nicht selber, ne? Nee. Wir haben erst ab Cardboard Malo 2. Little Bugs, so selbst Teleport 2 ist noch über dem Publisher. Aber wir können wieder ein bisschen Geld zurückzahlen. Damit wir unsere Schulden loswerden, damit wir nicht so viel an Zinsen zahlen müssen. Ja, okay. Es war ein Versuch wert. Jo, ich möchte trotzdem lieber einen zweiten Entwicklungsraum hier hin basteln. Nummer 4. Sieht schön aus, wenn es 5x4 ist. Okay. Mach euch mal so. Achso, haha. So sieht das auch ganz nett aus. So, und jetzt können wir nämlich schön in der Gruppenverwaltung sehen. 1, 2, 3 und 4. Das ist in Ordnung. Wir gucken mal so. Ah, hier haben wir. Ne, Programmierung. So, 30, 30, 30, gut. Und hier ist alles unter 30. Ist nicht ganz fair, ne? Weil da ist ja schon der Gute. Eigentlich müssten wir. Den guten und die schlechteren. Zack, zack, zack.
Oder machen wir lieber ein Top-Team und ein... Nee. Macht lieber hier ein gleichwertiges und eins. So. So, ihr seid Gruppe 1. Ihr seid Gruppe 2. Dann werdet ihr hier in Gruppe 3. So. Dann mache ich mal Steuerung F3. Zack. Steuerung F1. Zack. Dort. Die Raumgröße, Raumgröße ist das hier, ne? Genau, Raumgröße. Da hinten in der Ecke und bis dahin. Zack. Wunderbar. Dahin und die Tür kann dahin. So. Dann haben wir hier für unsere Qualitätssicherung demnächst irgendwann vielleicht. Hast du nicht gesehen? Ich würde sagen, wir machen noch einen Nachfolger mit dem Team von Ugly Joe. Das war ja unser erster Superhit mit 250.000 verkauften Einheiten. Ugly Kid Joe, Ugly Joe 2. Ja, mit unserer guten Engine auf PC, auf SIG 2000 und Modul Vision. Gibt es noch einen besseren? Ah, den C63. Den möchte ich auch kaufen. Den möchte ich lieber halten, anstatt dich. Viele Fans sagen, dass sie sehr zufrieden sind. Wunderbar. Also ist die Einstellung anscheinend schon richtig eigentlich. Wir werden es wissen, sobald wir 50 Bucks haben. So blöd das auch klingt, ne? So, wir haben 8 von 10 Sachen jetzt included. Uns fehlt Geld. 313.000. Unterstützen oder... Ja, erstmal machen wir den da weg. Das Zeichen nervt mich immer. Ach komm. Machen wir ein Spiel rein. Unser neues, was wir jetzt gerade entwickeln. Um noch einen Hype draufzusetzen. Oder sagen wir, alles klar, ich möchte unser... Cardboard Malo 2 auch noch mit hypen, aber 1,7 Millionen ist ein bisschen heftig, ne? Dort. Ich würde sagen, wir machen das, was in der Entwicklung ist, um das noch mehr zu hypen. Ja. Aber wo mehr zu hypen? Mach mal eben auf Pause, schon mal. Dort. Besucher. Wir haben 6600 und dazu 1320 neue Fans. Bam. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch 55.000. Gut, sind auch erst 3 Wochen vorbei. Hier haben wir noch 500. Wir haben noch 600 verkauft. Das heißt, wir brauchen hier Nachschub. Little Bucks haben wir noch so viel. Werden wir nicht los. Ich sehe es schon kommen. Holo machen wir nochmal 1000er hinterher. Hier haben wir einen Hype von 42. Bam! Wir haben hier 13, 15. Ist alles super. Ja, Little Bucks. Ja, egal. Gott, wir können wieder 350.000. Machen wir so. Gut. Dum, 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 dum. Eigentlich muss man immer erst in Woche 4, aber bloß ab und zu vergesse ich das. Ja, Genre haben wir, Features haben wir alle. Das brauchen wir noch nicht. Das heißt, wir machen hier. So. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Zack. 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 So. Wie viel? Achso, 175.000 oder? Das ist auch gut. Dann dürft ihr jetzt Sprachpaket. Ah,
Okay, den gibt es noch nicht mal auf Deutsch, Little Bugs. Oh Mann. Das hätte ich früher gucken müssen, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Sprachen, ey, das dauert zu lange. Das wird auch zu teuer. Ich glaube, hier brauche ich noch ein Update für. Ja, was machen wir nun? Schwere Frage, schwere Frage. Und die Antwort bekommt ihr in einer weiteren Folge hier von Mad Games Tycoon. Ich bin der Lazy LP und ich bin raus. Bis dann, bye bye.